Jo Leute, Gerge Bubermann hier, heute mit Webcam und Bildschirmaufnahme und das ist einfach unglaublich. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Setting probiere. Ja, das ist eigentlich egal. Ne? Das Wichtige sind eigentlich, dass es um meine Haare heute geht natürlich, heute mal um den fluffigen Haaren. Es liegt einfach daran, dass ich mich zum ersten Mal seit 4 Jahren mal wieder geduscht habe und ja, deswegen meine Haare so schön fluffig sind. Ja, letztendlich geht es eigentlich in diesem Video bloß um die Auflösung des Gewinnspiels, das ich gemacht habe, nämlich hier zu sehen, da mit dem Alles Karl. So, das Video gehen wir mal drauf, das brauchen wir uns jetzt nicht angucken. So, sehen wir auch schon hier oben, ich habe hier Zufallsgenerator, ne? Da bin ich auf zufallsgenerator.net, ne? Habe ich hier schon eingestellt, Zufallszahl zwischen 1 und 4, denn es haben 4 Leute bei dem Gewinnspiel mitgemacht, um Vanillegebäck zu gewinnen und ich finde das echt sehr, sehr toll. Finde ich klasse, wirklich. Also diese Hingabe und so weiter und so fort. Genau, dann kommen wir aber nachher noch dazu. Jetzt gehen wir erstmal dahin und ja, sonst noch was dazu. Genau, der Dekadent hier, der Typ da, so. Das ist tatsächlich der Typ, um den es auch im Video geht. Freut mich, dass er kommentiert hat. Super toll. Hier auch ein Herz dazu. Passt. Also, aber jetzt die Zahlen zuordnen. Also, Nummer 1 hat der Gabriel Jung, Nummer 2 der Rucksackdepp, ne, merkt es euch, denn das wird später wichtig. Nummer 3 der Magmalex, der anscheinend schon lange Abonnent ist, super, freut mich, dass es welche lange ausgehalten haben. Und die Nummer 4 ist der Janko TV. So, also eingestellt habe ich es, deine Zufallszahl ist 26, so seht ihr sofort. Dann, der große Moment ist gekommen. 1. Herzlichen Glückwunsch, Gabriel Jung. Hier. Ich habe leider kein Konfett. Ah, ich hätte Luftschlangen hätte ich gehabt. Ja, hätte ich vorbereiten müssen. Egal. Ja, Gabriel, du hast gewonnen. Ich werde dir Sonntag oder Montag, wenn ich dran denke, eine Direktnachricht auf YouTube schicken. Und da musst du mir halt da bloß deine Adresse reingeben, dann noch schreiben, wann du im Urlaub bist und dann räume ich deine Bude leer. Ja, oder ich schicke dir einfach bloß das Vanillegebäck zu, das können wir auch machen, aber schreiben wir dann noch, ne? Für die anderen, die mitgemacht haben, aber leider nichts gewonnen haben, ja, irgendwann gibt es wieder eine Chance und vielleicht wird es dann sogar Schokogebäck, das dann verlost wird, dann habt ihr sogar im Endeffekt einen besseren Gewinn gemacht als der Gabriel, deswegen, ja, das war's von mir für euch, ciao, bis nächste Woche.